Als Paulus hier über seinen Zustand nachdenkt und es zu Papier bringt, da spürt er sein ganzes Elend und muss ausrufen, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Eigentlich, wer wird mich herausreißen aus diesem Leib des Todes? Es ist Verzweiflung über die eigene Sünde. Und auch das ist wieder ein Beweis, dass Paulus von sich selbst als Christ spricht. Denn wenn er von jemand anderem sprechen würde, von einem Gottlosen oder von sich selbst in der Vergangenheit vor seiner Bekehrung, warum sollte er plötzlich, als er diesen Brief schreibt, von dem Gefühl seines Elends so übermannt werden und diesen emotionalen, verzweifelten Hilfeschrei ausstoßen? Paulus schauspielert hier doch nicht. Er empfindet seine gegenwärtige Not, als er diese Verse schreibt. Und so wie Paulus haben Tausende und Abertausende der heiligsten Christen zu allen Zeiten ihr Elend gefühlt, dass sie ständig sündigen, obwohl sie es nicht wollen, dass sie nicht loskommen von der Sünde. David Brainerd, Missionar unter nordamerikanischen Indianern, schrieb in seinem Tagebuch am 10. April 1742, ich bin durch und durch Sünde. Ob ich denke, ob ich handle, alles ist Sünde. Der walisische Erweckungsprediger Howell Harris, Freund und Mitarbeiter von Whitfield, schrieb einmal in sein Tagebuch folgendes Gebet. Herr, wenn du dieses Ding nicht tötest, wird es mich töten. Es mischt sich in alles, was ich tue. Es verfolgt mich in meine privaten und öffentlichen Geschäfte. Herr, erschlage, erschlage, erschlage diesen Übeltäter, meinen furchtbaren Feind, mein Ich. Und aus neuerer Zeit, Arcee Sproul, ein bisschen länger, aber ich möchte es trotzdem vorlesen. Er schreibt, ich kannte die Macht des Fleisches und ich wusste, dass ich nicht in der Lage war, sie zu überwinden. Am Tag meiner Bekehrung änderte sich mein Verhalten radikal. Meine Sprache wurde reiner und andere Bereiche meines Lebens veränderten sich dramatisch. Zum ersten Mal hatte ich einen Durst und einen leidenschaftlichen Hunger, die Wahrheiten der Heiligen Schrift zu lernen. Ich betete gern und ging gern in die Kirche, um Loblieder auf Gott, den Herrn, zu singen. Aber ich kämpfte mit Gewohnheitssünden. Wegen meines Rauchens war ich auf der Suche nach sofortiger Heiligung. Ich probierte alles aus. Ein Evangelist brachte mich auf eine Idee. Wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, stecke ein Bild von Jesus in deine Zigarettenpackung. Jedes Mal, wenn du rauchen willst, nimm die Zigarettenschachtel heraus, schau dir das Bild von Jesus an und sag, ich liebe dich, Jesus, und dann wirst du nicht in Versuchung kommen zu rauchen. Ich habe es ausprobiert. Um 3 Uhr nachmittags war mir nichts mehr zuwider als das Bild von Jesus und ich musste es entfernen. Ich kann dir nicht sagen, wie ernst dieser Kampf in meiner Seele war. Ich kam zu dem Text der Heiligen Schrift, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt, und ich dachte, das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht alles tun durch Christus, der mich stärkt. Ich habe Leute gebeten, mir die Hände aufzulegen. Ich ließ einen Geistlichen der Heiligkeitsbewegung für das zweite Werk der Gnade und meine sofortige Heilung beten. Das glaubte er später nicht mehr. Das ist Irrlehre. Ja, das glaubte er nicht mehr später. Es hat nicht funktioniert. Jemand hat in Zungen gebetet. Ein anderer Geistlicher gab mir einen Nagel und sagte mir, ich solle ihn in meine Tasche stecken, was ich auch tat. Er sagte, jedes Mal, wenn du ans Rauchen denkst, denk an den Tod von Jesus. Zieh den Nagel heraus und denk daran, was Jesus für dich getan hat. Es dauerte ein paar Stunden, bis ich den Nagel wegwarf. Von dem Tag an, an dem ich Christ wurde, dauerte es 25 Jahre, bis ich das erste Mal 24 Stunden ohne Rauchen auskam. Und es dauerte weitere 10 Jahre, bis ich einen Monat ohne Rauchen auskam. Und danach dauerte es noch mindestens 10 Jahre, bis ich es ganz los war. 50 Jahre. Die ganze Zeit über hörte ich auf die Anschuldigung des Satans. Ich kämpfte mit meinem geistlichen Zustand, weil ich eine fleischliche Sucht hatte, die ich einfach nicht loswerden konnte.
Ich weiß, dass ich nicht allein bin. In gewissem Sinne ist das eine Normalität des christlichen Lebens, auch wenn das nicht so sein sollte. Wenn jemand diesen fürchterlichen Kampf mit der Sünde, mit dem Fleisch, mit dem eigenen alten Ich kennt, wenn jemand weiß, dass er immer wieder unterliegt und von der Sünde vor sich hergetrieben wird, wenn jemand sein Elend fühlt und verzweifelt ausruft, ich elender Mensch, und nach Rettung schreit, dann ist das doch kein Beweis dafür, dass jemand kein Christ ist. Das ist der Beweis dafür, dass er ein Christ ist. Hörst du, wenn du diesen Kampf kämpfst, wenn du weißt, wovon diese Männer sprechen, ist das nicht der Beweis, dass du kein Christ bist. Es ist der Beweis, dass du ein Christ bist.